Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Zombie-Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Map die Maschine, die Wunderwaffe herstellen könnt, und zwar die TOT Schockwelle. So Leute, was ihr dafür braucht, ist erstmal dieser Zombie hier. Ihr müsst so lange spielen, bis dieser riesige grüne Giftzombie kommt. Den tötet ihr dann und er teilt sich dann in zwei Leute. So, wenn er sich in zwei geteilt hat, tötet ihr den ersten einmal. Und wenn ihr den getötet habt, dann tötet ihr den anderen, weil der wird euch nämlich eine goldene Schlüsselkarte droppen. Wenn ihr den getötet habt, passt auf, die Dinger können euch ganz schnell töten, wenn ihr zu nah dran geht. So, ich habe ihn jetzt getötet. Ich heb die Schlüsselkarte auf. So, wenn ihr dann die Schlüsselkarte habt, Leute, geht ihr Richtung Labor, zum Waffenlabor. Der ist in der Nähe vom Packer Punch. Und zwar, wenn man auf dem Weg zum Strom geht, wenn man hier angelangt ist, einfach rechts in den Raum. Dort könnt ihr nämlich die Karte einlesen und wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr die TOT-Fernsteuerung. So Leute, als nächstes geht ihr zurück zum Spawn. Als kleinen Tipp, also ich habe mir einen Affen genommen, also ich habe mir einen Affen gebastelt bei der Ausrüstung und ihr traint Zombies. Wenn ihr dann Zombies getraint habt, Leute, geht ihr hier rein. Ich habe den Affen hier reingeworfen, aktiviert hier die Falle, weil ihr müsst jetzt nämlich Seelen aufsaugen. Irgendwann kommt auch die Benachrichtigung, dass genug Seelen aufgesaugt wurden. Und falls ihr das nicht hört, Leute, könnt ihr zwischendurch mal auf die Fallenbetätigung schauen, da steht dann Entladen. Und sobald da Entladen steht, klickt einmal drauf. Ich muss mich jetzt beeilen, weil hier zu viele Zombies sind. Dann wird die Tür aufgesprengt und ihr könnt die Wunderwaffe rausnehmen. So Leute, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr COD-Content sehen wollt, beziehungsweise Zombie-Content sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare, lasst einen Like da. Und für all die, die noch kein Abo bei mir sind, ihr könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.